Ach, diese Truhe nicht, weiß ich auch noch nicht zu nutzen. Reparo. Naja, kaputt ist die ja nicht, ne? Hat keiner gesehen. Ach, ach, ach. Drachenaugen. Revelio. Krass, da sehe ich aus wie ein Drache mit. Da, den werde ich zum Fasching aufsetzen. Ist ja bald. Oder quasi jetzt gerade um die Zeit zu. Jetzt muss ich aber hier rauskommen, richtig? Ja, perfekt. Okay, ich gehe jetzt weiter her, ich kann danach immer noch erkunden. Wobei, hier ist noch eine Tür. Warte kurz, tut mir leid, ich bin einfach... Okay, ich kann nicht alles aufmachen. Hätte mich aber auch gewundert. Und das sieht auch nicht aus wie eine Tür, die zu öffnen ist. Also ich komme in Läden rein und sowas, aber wohl nicht in private Häuser. Wenn das hier private Häuser sein soll, ich bin nicht ganz sicher, aber ich denke schon. Da komme ich irgendwann rein, ja, okay. Hogshead, Zonkos. Ja, bitte? Professor Weasley meinte, du brauchst Folgendes. Trankrezepte, Zauberanweisungen, Samen und... Was für Samen? Für Zauberstab? Natürlich, du wirst Mr. Ollivander mögen. Und ich bin schon gespannt, was du mit einem eigenen Zauberstab anstellst. Du solltest alles einsammeln können, was du brauchst und noch Zeit haben, um dich etwas umzuschauen. Ja. Nimm dir ruhig Zeit, um Hogsmeade zu erkunden. Wir treffen uns auf dem Dorfplatz, wenn du fertig bist. Okay. Finde ich alles sehr charmant und sehr nett von dir. Wir sehen uns später. Ja, ja, oder auch nicht. Die Katze, die Katze. Das Dorf Hogsmeade steckt voller Interessenpunkte, Läden und andere interessante Dinge. Die mit Hilfe der Karte, Handbuch, bla 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 bla. Ich will es eigentlich gar nicht machen, weil ich will auch so ein bisschen erkunden. Okay, sieht aber jetzt nicht so groß aus, wie es wirklich mal hier drin steht. Was für mich aber völlig in Ordnung ist. Also wir haben eine Semi-Open World, ne? Ich kann hier nach Hogsmeade reisen und nach Hogwarts. Und ich kann auch nicht die Dinge anklicken. Die Karte war mal, zeigt Läden, ist klar. Keine Folge mit dem Bonus, ist auch klar, okay. Ich gehe mal normal da rein, die Karte. Ich war gerade bloß wegen dem Tutorial quasi geblockt. Ah, okay. Jetzt bin ich nämlich hier. Weltkarte. Okay. Ist ja fast ganz England hier. Von der Form, oder? Ich meine, es müsste hier links auch noch was sein. Aber es ist, glaube ich, ganz England. Also, es sieht halt grob aus wie die Silhouette von England, das Ganze. Nicht ganz, aber... Wird wahrscheinlich nicht das Ganze sein. Das glaube ich einfach nicht. Dafür ist auch, nee, kann ja auch gar nicht. Das ist Quatsch. Das ist ja viel zu klein. Aber trotzdem cool, da haben wir da einiges zu erkunden. Das ist tatsächlich dann quasi semi-Open World. Oh, schwer zu sagen. Ich meine, es ist Open World, wenn man alles begehen kann, so grob gesagt und wenn man es möchte, ne? Und wir haben hier offenbar viel zu begehen nachher. Ich weiß aber ohne, was das hinkommt, aber es sieht eigentlich dann aus, weil hier führen Straßen lang. Also ja, wird das schon sein. Aber jetzt Katzen streicheln, ganz wichtig. Ganz wichtig. Jetzt hör auf hier. Sonst wäre man echt ein Katzen neidisch. So. Hoppala. Revelio. Pling. Oh, dieses Pling, es macht mich immer noch wahnsinnig. Da. Hab ich dich. In meine Arme mit dir. Haha. Ah. Ollivander, Zaubergeschäft. Wenn es aber der gleiche Ollivander sein sollte, was ich nicht glaube. Die Familie schon. Dann ist er aber so, ist er und oder die Familie nachher in Harry Potter doch ein Stück weit umgezogen, ne? In die Winkelgasse ist ja doch offenbar nicht ganz nebenan, dann das hier schon. Zauberstäbe aus verschiedenen Hölzern und mit anderen. Oder, warte kurz. Ist die Winkelgasse in Hogsmeade am Ende? Aber das hier ist definitiv nicht der Laden, also nicht die Winkelgasse, wo. Egal. Zauberstäbe aus verschiedenen Hölzern und mit allerlei Flexibilität. Jeder mit einem von drei magischen Kernen, verdammt, suchen sich ihre Besitzer in dem gemütlichen, unübersichtlichen Laden aus, der von dem freundlichen und sachkundigen Gerbold Ollivander geführt wird. Gerbold, ich weiß nicht, ob der Vorname genannt wurde in dem Film, der ist mir gerade so nicht bekannt. Wäre ja ein klares Hinweis darauf, ob der gleiche ist oder nicht, aber wird ein anderer sein. Die Familie Ollivander ist seit 382 vor Christus als Zauberstabmacher tätig und gilt als die beste Großbritanniens, wenn nicht sogar der Welt. Toll. Dann lass mich mal rein. Echt super neblig, das verstehe ich nicht. Also so Nebel ist ja eigentlich oftmals ein Zeichen für Gizu-Grafik, weil das ja... Also es hat so N64... Feeling noch. Ich meine, es kann aber hier, weil Zauber magisch und mystisch wirken sollen, Absicht sein tatsächlich. Also gewollt. Das Spiel sieht da per se gut aus. So ist nicht. Also.
Mega-Power-Trank. Ja, jetzt habe ich wieder drei davon. Nutzen. Klingelingeling. Genau so habe ich es vorgestellt. Ich bin gleich bei... Ah, Sie sind es. Kennen wir uns? Einen Moment, bitte. Gerne einen Zauberstab. Ah, ihr Besten, guten den Sie Tag. Haben. Ich suche einen neuen Zauberstab, ja. Höchste Zeit. Ja, ich... Höchste Zeit? Sie sind doch neu in unserer fünften Klasse, oder? Was hat er denn? Ach, was rede ich? Natürlich Zauber? Sind Sie es. Gestatten, Gerbold Ollivander. Aber Sie haben sicher bereits von den Ollivanders gehört. Den besten Zauberstabmachern der Welt. Freut mich, Sie kennenzulernen. Fingergast in London, okay. Gut, kommen Sie. Finden wir den perfekten Zauberstab für Sie. Will ich auch so machen wie ihr. Nein. Aua. Nein, du nicht. Ah, Style. Ja. Ja. Mächtiger Kern. Alles umgezogen. 10,5 Zoll? Könnte gehen. Könnte auch von der Größe meiner sein. Hier, probieren Sie den. Na los, schwenken Sie. Nicht so optimal. Britz, Britz, nee. Seltsam. Nochmal, na los, schwenken Sie richtig. Und Bildschirm kaputt. Da halte ich meinen lieber richtig fest. Der passt ja gar nicht zu Ihnen, was? Alles gut. Ah, hier oben geht das. Schon etwas für Sie. Nein, du nicht. Vielleicht. Ich hätte gern Mahagoni, bitte. Edelholz, 13¾ Zoll, Drachenherzfaser. Drache ist gut. Probieren Sie diesen aus. Ob der auch zufällig ist, je nachdem, welchem Haus er mal getreten ist, vielleicht? Und daneben. Denn alle guten Dinge sind drei, wie wir wissen. Ach, Herr G. Für dich geht's wohl zurück ins Regal. Ich meine, der wird echt einen gefährlichen Job haben, der Ollivander. Das ist doch weitaus kniffliger, als ich angenommen hatte. Tja. Sehr verblüffend. Das ist nur bei ausgewählten Leuten, dass es so schwierig wo ist, offenbar. Bist du? Vielleicht du? Ah, da bist du. Der ganz Besondere. Ah. Ja. Du könntest der Richtige sein. Hier, nehmen Sie. Jetzt haben wir ihn, den Stab der unendlichen Macht. Oh, cool. Sieht fast so aus wie der Elderstab. Ja, nicht ganz. Kann ich mir ihn selbst... Ja, ach, sehr schön. Ach, toll. Toll. Okay, es ist zwar kein Mahagoni wie meine Gitarre, aber hey, was soll's. Faszinierend. Was denn? Da ich die Farbe verändern kann? Ja. Geht nicht in Schwarz. Auch die ganze Form kann ich mir aussuchen, aber... Wirklich interessant. Hm. Sieht aus wie ein Einhornhorn. Der ist krumm und schief, wie meine Nase. Passt irgendwie, aber... Faszinierend. Nee. Ach, guck mal, die haben... Ach so. Die haben alle... Ah. Die haben alle noch ihre eigene Musterung in Farbe und so weiter. Okay. Dann kriege ich doch einen schwarzen Rand. Aber ich muss hier warten zwischen diesen beiden hier. Verzeihung. Ich tendiere zwischen diesem und diesen. Faszinierend. Zwangsläufig, aber... Der hier scheint mir nicht so schön gemasert zu sein. Der sieht aber dann doch ein bisschen interessanter aus, tatsächlich. Holzart. Wirklich interessant. Ich sehe keine Veränderung. Macht das irgendwas? Mahagoni. Faszinierend. So viel kein Mahagoni, komm schon. Mich rollen. Wirklich interessant. Aber was macht das jetzt endlich, wie gesagt? Vielleicht, wenn ich eine andere Farbe auswähle, dass ich irgendeine Veränderung sehe, aber... Faszinierend. Alles exakt gleich. Ist wohl bloß fürs eigene Gemüt dann da, dass man sein Lieblingsholz hat. Nur meins ist nicht dabei. Aber schwarze Walnuss ist natürlich auch nicht verkehrt, weil schwarz auf schwarz
Passt. Faszinierend. Kirschkastanie. Was ist denn ähnlich wie Mahagoni? Keine Ahnung, ehrlich gesagt. Bin kein Wirklich Baumexperte. Interessant. Ah. Ich bin unentschlossen. Bleiben wir doch einfach bei Schwarzing toll, Walnuss doof. Nehmen wir doch Zeder. Also, wirklich interessant. Ich mag Z als Buchstaben. So. Länge. Immer mehr. So lang wie geht, ist. Passiert aber auch nichts. Es verändert sich dabei nicht. Faszinierend. 9,5 Zoll oder 14,5. Maximale Größe für maximale Zauberpower. Flexibilität. Steif. Starr, unnachgiebig, unnachgiebig. Sehr biegsam. Wirklich interessant. Nee. Der muss sehr unnachgiebig sein. Ja, ja, ja. Vielleicht ein Nach da. Ich weiß nicht, was diese Dinge beeinflussen. Keine Ahnung, ehrlich nicht. Also Einhorn schon mal nicht. Phönix ist eine Option tatsächlich, wobei Drachen natürlich geil ist. Drachen ist halt einfach geiler. Drachenherzfaser, der als Zauberstabkern dient und bekanntlich mächtige Magie erzeugt. So wie es sein muss. Nur fürs Protokoll. Das Haar des Einhorns. Beständige Magie. Ah ja. Phönix. Bandbreite. Große Bandbreite an Magie. Also quasi Flächenschaden. Oder was? Nee, ich glaube, ich bleib bei Drache. Ein Stab mit Drachenherzfaser ist sehr mächtig und lernt schnell. Ich sag das selbst nochmal. Dann. Hallo? Ein Zauberstab mit Einhornhaar ist sehr zuverlässig und seinem Besitzer treu. Toll. Ah, die Phönixfeder. Außergewöhnlich selten und ein Kern mit einem Hang zur Initiative. Phönixfeder, wenn er das gerade so vorliest, da kann ich mich damit wiederbeleben. FF7-Style, FF-Style generell. Faszinierend. Ich bleibe dabei und... Passt schon. Ich weiß halt nicht, was das beeinflusst. Keine Ahnung. Überhaupt keine Ahnung. Tschüpp. Was meinen Sie? Ja, passt perfekt zum Handschuh. Das ist... Läuft. Das sieht schön böse aus. Ah, jetzt ist auch wie meiner hier. Sehr gut. Außergewöhnlich. Ja. Und so beginnt eine weitere strahlende und magische Zukunft. Ja, strahlend. Mit Blitzen. Na, wie hat sich das angefühlt? Gut, anders. Mächtig. Ich habe so etwas wie ein Auffallen gespürt. Ein perfektes Paar. Ihre Bindung scheint besonders mächtig. Ja. Der richtige Zauberstab lernt von Ihnen, wie Sie von ihm lernen. Ich lerne nicht von Ihnen, ich weiß schon alles. Ich möchte ihn unbedingt ausprobieren. Das will ich meinen. Ein Drachenherzfaser-Zauberstab kann spektakuläre Magie wirken. Spektakulär. Und die Verbindung zu Ihrem Zauberstab sollte nur stärker werden. Erschrecken Sie nicht über die Fähigkeit Ihres Zauberstabs, Ihre Absicht zu erahnen. Vor allem in Momenten der Not. Okay. Das klingt wundervoll, Mr. Ollivander. Ja. Ich werde Sie nicht länger aufhalten. Kommen Sie wieder zu mir, wenn ich Ihnen irgendwie helfen kann. Wunderbares Zerstörungswerkzeug. Hahaha. Ja. Danke für den mächtigsten Zauberstab der Welt. Glotzt nicht so. Boah. Rebellion. Bäm! Und schon ist es viel mächtiger als vorher. Glaube ich. Aber ich merke nichts. Kling. Oh, das war ein sehr weit weges Kling. Links. Da oben. Da oben. Da oben. Da oben. Da oben. Da oben. Und links auch nochmal, glaube ich, ja? Tada! Fässer mit Butterbier. Ah, da haben wir es. Tatsache, Butterbier steht da drauf. Also es ist kein Rootbier, was komisch übersetzt wurde, es ist wirklich Butterbier. Okay, in diesen Fässern wird das bei Hexen und Zauberern so beliebte Butterbier gelagert. Es wird sowohl kalt als auch heiß serviert und hat einen geringen Alkoholgehalt. Es hat tatsächlich Alkohol. Okay. Der auf Hauselfen viel stärker zu wirken scheint als auf Menschen. Revelio. Also niemals mal Hauselfen geben, da ist das andere Ding. Achso, hier ist der nächste Laden, wo ich rein muss, nehme ich an, ne?
Zonkos Scherzartikel laden. Zonkos Laden in Hogsmeade wird regelmäßig von Hogwarts-Schülern und Dorfbewohnern gleichermaßen besucht, da der hier verschiedene Scherzartikel verkauft werden, die super lustig sind. Aber hier muss ich nicht rein. Aber ich gehe hier rein, denn ich bin ein sehr lustiger Typ. Naja, geht so. Ach, guck mal da, eine Schriftrolle. Ich level mich hier hoch ohne Ende mit Schriftrollen, das ist Wahnsinn. Froschleichseife. Wer sich mit diesem Stück Seife waschen möchte, kann sich auf ein amphibisches Erlebnis der besonderen Art einstellen. Was soll ich mir darunter vorstellen? Klipschig und schleimig und... Wenn die Seife unter Wasser gehalten wird, bahnen sich kleine Kraulquappen ihren Weg aus dem Schaum. Ich weiß nicht, ob ich das geil finde. Aber gut, wer es mag. Wer es mag. Rebellion. Wo? Schätzungsweise über mir. Five? Okay. Weitermachen. Komm ein bisschen vor wie in Japan in so einem Anime-Laden. Übrigens sehr geil, wer noch nicht in Japan war, wahrscheinlich waren es die wenigsten von euch. Ist so meine Vermutung. Wenn man da in Tokio und Akihabara unterwegs ist, so geil die Straße da. Die ganze Anime-Läden geht rein und Stockwerke voller Zeug, alles vollgestopft, voller Figuren und bla und blub. Zu geil da. Hat so leichte Japan-Light. Wirke auf mich gerade. Stinkbombe. Die Stinkbombe ist ein beliebter Schabernack, denn sie erzeugt einen üblen Geruch, der jedem im näheren Umkreis fluchtartig vertreibt. Toll. Immer noch ein Geräusch, das gibt's doch gar nicht. Ja, hier, die zum Beispiel. Mystery. War ich nicht. Das Ziel jetzt irgendwie in die Luft fliegt aus Versehen. Rebellion. Komm ich hier raus? Weil das Geräusch kommt von... Hier. Da. Ich weiß nicht, ob es das gewesen ist, aber es ist etwas. Und das hole ich mir jetzt. Zack. Wasserquelle. Der kluge Reisende weiß, dass manche Brunnen mehr zu bieten haben als andere. Diese relativ unstellbare Wasserquelle im Dorf Foxmeat, bla bla bla. Okay. Whatever. Mein Sammelwahn, der lässt nicht ab hier. Aber, oh, ich sehe gerade. Uiuiui, ich habe schon wieder völlig übertrieben. Liebe Leute, ich werde eine kurze Pause einlegen von wieder mal so, sagen wir, 5 Minütchen. Mir neues Tierchen aufsetzen und dann vielleicht noch so ein Stündchen, vielleicht ein bisschen länger, je nachdem, wie ich Bock habe, weiterspielen und solange auch ich auch noch die Augen aufhalten kann. Also mal schauen. Erstmal kurze Pause und bis gleich, liebe Leute. Wir sehen uns.